So, und da sind wir auch schon direkt wieder. Ich glaube beim fünften Part, den ich gerade heute aufnehme. Aber der passt, denke ich schon. Ich will jetzt tatsächlich auch ein bisschen im Voraus aufnehmen. Wenn man schon mal dabei ist. Ja, ich hätte tatsächlich noch relativ viele WoW-Videos gemacht. Und wann? Das letzte war tatsächlich am 13.06. Oha. Was? Ah, nee. Vom 9.06. Nee, 7.04. Hier. Um 7.04. Ein halbes Jahr lang habe ich keine. Okay. Heftig. Aber gut. Passiert halt mal, ne? So, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt wäre nur noch die Murloc-Läufer. Der versteckte Schatz ist da. Ja, gut, aber. Ich sag jetzt mal so. Da an den ganzen Viechern vorbeizukommen, dauert. Da warte ich lieber noch mal ein paar Level. Mach das dann in Ruhe. Würde ich einfach mal so sagen. Greifen die mich eigentlich noch an? Tun sie. Bringt die nur nichts. Ich glaube nur die, die dann eine grüne Zahl haben. Ja? Ja. Die, die einfach gelb sind. Der wird mir auch noch weiter angreifen. Mich angreifen. Wir müssen aber nur mal austesten. Okay. Können wir doch angreifen. Aber wie gesagt, bringt denn ja nichts. Die vier hoffe ich zumindest. Oh.
Okay, kacke. Der passt bei Viechern, die 1000 Level unter mir sind. Never mind. So, jetzt muss ich einmal gleich gucken. Und leider erst hier hinter. Leider erst dahinter. Und dann kann ich gleich mal gucken, wo ich das Hopfen herkrieg. Doch, Mörlock-Orakel. Was willst du denn? Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ich auf jeden Fall ein festes Netz gefangen nehmen. Nur noch Läufer. Ja, dezent. Dezent ist es voll. Jetzt sterbe ich nochmal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Doch nicht. Gut. Setz dich hin und iss. Iss, mein Kind. Gut, wir haben aber 3 von 7. Von den Erntegolems. Ich muss tatsächlich die ganzen alten Mobs einmal töten. Also von denen kriegen wir dann das Hopfen.
Gut. Ein Läufer brauche ich noch. Speerkuppe. Ehre dem König, Freund. So. Ich hier einmal ein paar Sachen loswerden. Okay. Leb wohl. Das Licht sei mit euch. Von Dant und sie Todesmine. Das okay. Licht segne euch. Ich kann mich hier mit Dungeons erkundigen. Was kann ich für euch tun? Ich hab keine Tierchen. Die Haltbarkeit könnte ich jetzt aber auch mal. Ich könnte eigentlich auch mal in die Stadt gehen und gucken, ob ich mir wieder was holen kann. Was kann ich für euch tun? Alle Gegenstände reparieren. Wäre zumindest eine Idee. Schönen guten Tag. Ein Flug. Schönen Tag. Da man nach Stormwind. War 9. Ist kein Level dran. 10. Stufe 12. 12. Stufe 12. Einfach mal gucken. Wenn da nichts ist. Dann können wir es dabei belassen. So. Jetzt ist die Frage, wo war noch mal der Laden, wo ich kaufen konnte? Ich habe immer so viel Ahnung hiervon. So viel Ahnung von nichts, nämlich. Leider auch kein Reittier.
Ich weiß, dass ich hier mal eingekauft habe, aber ich weiß nicht, ob es für mein Level noch ist. Kommt näher. Stufe 17. Mögen die Reisen sicher sein. Lederrüstung ist sicherlich nicht meins und Panzerrüstung auch nicht. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Was ist die Frage? Stoffweste. Aber das sind wahrscheinlich immer die Sachen, die ich dann so geschenkt kriege, ne? Ich muss bedenken, ich muss auch wieder zurückkommen. Hallo? Das war dumm. So. Auf dann. Braucht ihr etwas? Mögen die Reisen sicher sein. Ich weiß immer nicht, ob das so intelligent ist, was ich da tue. Aber ich mach's einfach. Hey. Denken muss noch Geld bald, um zurückzukommen. Stand da irgendwie, woher das war? Nee. Okay. Der Kunstlehrerin. Man, für welche Mysterschütze Kräuter von Büschen und anderen. Ganz ehrlich. Aschafilla. Einfach. Hier ist jemand, der eine Quest für mich hat. Du hast schon eine Quest für mich. Was kann ich für euch tun? Immer wieder fragen mich Reisen über das Steinkraliengebirge aus. Scheint ein beliebter Ort unter Abenteuern zu sein. Es spielt keine Rolle, ob man Flügeldrachen oder Elementare sucht. Oder ob man Geschäfte mit der Venture Company machen will. Verbrannten Tal tief im Steinkraliengebirge gab es mal eine Basiliskenart, deren Schuppen, wenn man sie zu Staub zermalte, ein wunderbares Reagenz für einige der Zauber ergab, die ich ersonnen habe. Wenn ich diesen Basilisken noch leben, hätte ich liebend gerne ein paar Schuppen. Okay.
Mögen eure Reisen sicher sein. Gut. Ist noch rot. Aber egal, wir haben die Quest zumindest. Wir haben zumindest die Quest angenommen. Ist ja wenigstens etwas. Ein Auftrag für mich. Kann ich euch helfen? Suche im blauen Eremiten. Es wurde von einer Störung in der Taverne zum blauen Eremiten im Magierviertel berichtet. Jetzt wandern seltsame, unsichtbare Kreaturen durch die Taverne. Durch so hat sich ein Mana-Riss gebildet. Ich möchte, dass ihr die Taverne untersucht und diese Kreaturen fangt. Benutzt die Inkantation der Manifestation, um die Kreaturen in der Taverne sichtbar zu machen. Bewältigt sie und fangt sie dann mit einer mit einem Verwahrungskasten ein. Wenn ihr genug habt, kommt mit einem gefüllten mit den gefüllten Kästen, den leeren Kästen und der Anrufung zu mir zurück. Man sieht sich. Grüße. Sakan, das ist Feuer. Gut, Frost beginnt dann erst ab 20 wieder. Feuer, wäre Feuerball. Werde ich einmal machen. Flammenstoß. Stufe 16. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich eher auf Dings ausgelegt, aber trotzdem. Magie entdecken. Deckt 2 Minuten lang nützliche magische Effekte des Ziels. Keine Geschosse. Eine Explosion. Ich sehe ihn in einem Umkreis. Kein Schaden zu. Langsamer Fall. Reagenzchen, leichte Feder. Total sinnlos. Dann nehme ich lieber den Flammenstoß nochmal mit. Lebt wohl. Oh mein Gott, ich habe mal alles gekauft, ohne pleite zu gehen. Bei Rang 3. Siehe? Ich bin jetzt gerade eher am überlegen, welche Taverne in Dingens. Untersuchung. Nehmt euch die den blauen Eremiten. Das ist der blaue Eremit. Oh.
Ich muss immer hoch. Ich hab die Kisten nicht gesehen. Ob die Kisten nicht gesehen. Ja. Hmm.